Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Material Energy. Ich denke, ich habe jetzt genügend Holz beisammen. Ja, also ich habe hier nochmal zwei Stacks und da sind schon einige Chests in Vorbereitung und hier ist auch schon ein bisschen was geschehen. Dauert halt alles seine Zeit. So, dann zwischen den Folgen habe ich noch Folgendes gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen ausgebaut. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber okay, ist egal. Die können wir dann gleich zu Fleisch verarbeiten. Und natürlich ist mir meine Metog wieder kaputt gegangen. So, Metog. Anti-Block rein. Metog wieder repariert. Sehr gut. So, jetzt werden wir hier nämlich mal aus den... Was laufen hier in der Gegend rum? Okay. Ich wollte mit euch das Ganze nämlich bemalen und ich habe gesehen, da fehlen noch ein paar Grasblöcke. Da müssen wir so ein paar Grasblöcke basteln. So, Grasblöcke, das ist nämlich der Vorteil. Grasblöcke bestehen aus Zellulose, Oxygen und Silikon. Halt. Da war vorher noch was anderes. Halt. Und zwar, wir brauchen zuerst noch eine andere Sache. Blindheit. Hier. So. Wir brauchen nämlich zuerst ein bisschen Blei. Und damit kleiden wir eine Kiste aus. So. Schwupp. Diwupp. Und dann haben wir hier eine Leaded Chest. Sehr schön. Leaded Chest. Und die packen wir ein bisschen mal da oben drauf, dass wir nicht weit gehen müssen. So. Und jetzt können wir nämlich... Achtung. Oh. Ja. So, wo haben wir das Zeugs? Da haben wir Hardly Radioactive. Schnell mal hier Platz schaffen. Und dann haben wir noch irgendwas Radioaktives. Nein. So. Und das packen wir einfach hier in die Kiste. Puh. So. Nochmal reingucken. Alles gut. Alles stabil. Jetzt können wir damit nämlich auch endlich wieder arbeiten. Puh. Sehr schön. So. Wir brauchen Zellulose. Zellulose kriegen wir, indem wir entweder mal kurz in die Kiste schauen. Nein, ich glaube, Zellulose habe ich alles zerlegt. Zellulose ist ja wohl relativ einfach. Dann nehmen wir uns 8 Stück vielleicht mal. So. Müssen wir dann vielleicht nochmal einen Baum fällen, aber egal. So, und dann brauchen wir Zellulose, Oxygen und Silikon. Silikon, haben wir da noch was da? Da haben wir noch Silikon. Silikon haben wir 2 da. Wie viel brauchen wir? 1, das ist gut. So, Silikon haben wir da. Sauerstoff haben wir da. Und Zellulose haben wir da. Haben wir noch zufälligerweise ein bisschen mehr Zellulose? Silikon meine ich. Schaut mal da. So, da können wir es ihm jetzt nochmal so ein bisschen was machen. Wir haben noch Silikondioxid auch noch da. Sehr gut. Und Sauerstoff haben wir auch noch da. Gut. Also, Sauerstoff dahin. Silikon dahin. Zellulose dahin. So, Zellulose, das war... Nein, das war falsch. So, geht's so rum. Ah, einer, genau. Ein Silikon und 2-mal Sauerstoff. Genau. Kriegt man nämlich 16 Grasblöcke raus. Vorteil bei Gras im Gegensatz zu Dirt ist nämlich, glaube ich, auch mal kommentiert worden. Bei Dirt bekommen wir, blättern wir mal andersrum, aus einem Silikondioxid ein Dirt. Das ist ein schlechter Tausch, oder? So. Machen wir uns nochmal einen Stack. Können wir nämlich da draußen noch ein bisschen umbasteln. Und zwar basteln wir uns hier um. Den da hier. Und dann basteln wir uns den da hier weg. Mann, ist das Tool langsam. Naja, gut. So. Und dann basteln wir uns auch noch mal ein bisschen Fans. Dann haben wir nämlich unsere erste Weide. Genau. So. Und dann machen wir hier... Haben wir noch Fans da? Ne, ich glaube nicht. Aber es macht auch nichts. Können wir uns ja noch ein bisschen craften. Jo. 20 ergibt 60. Ach komm. Machen wir mal. So. Daraus machen wir Sticks. Und haben natürlich keinen Platz mehr im Inventar. Moment. Kann man gleich. Indem wir hier tack. Schau mal reinlegen. So, Platz im Inventar. Ein bisschen zumindest. So, dann machen wir uns nochmal ein und dann machen wir uns hier. Und nochmal. Die lassen wir mal auf der Tasche.
Oh, da haben wir noch Sticks. Okay. So, nochmal 40. Okay. So. Den hier noch weg. Kuh, bleib da. So. 3, 4, 2. 2. Ist schlechter wie 4. Dann nehmen wir die 4. Hier geblieben. So. Dankeschön. Tut mir leid, aber ihr seid die falschen Kühe. Die falschen. Ich weiß, euch könnte man noch... Na, da drüben steht noch eine. So, dann machen wir nämlich erstmal Folgendes. Basteln wir hier drumherum nochmal den Zaun. Dann bleiben die wenigstens auch da. So, reicht uns der Zaun? Ich weiß nicht. So, und hier... Was machst du da drin? Okay. So, dann machen wir uns noch ein Gate. Oh, da haben wir noch eins vergessen. Echt? Verdammt. Okay. Nochmal zurück. 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 Gehen wir mal hier rein. Die läuft da seelenruhig hier in der Gegend rum. Naja, gut. Machen wir mal einfach mal ein paar weg. Lassen wir mal in der Mitte den einen stehen. Gut, und dann schauen wir mal mit F7. Sieht eigentlich alles soweit gut aus. Gut. Dann machen wir uns nochmal ein Gate. Hier geblieben. Hier geblieben. So. Dankeschön. So, jetzt haben wir auch wieder Leder. Cool. Was heißt wieder? Wir haben Leder. Das ist genial. Nö, wir machen jetzt was anderes. Wir machen das so rum. Gut. So. Da liegt es ja noch rum. So, ist das hier alles schon? Nein, das war alles noch nicht. Na, überall, wo ihr die Partikeleffekte seht, machen wir mit dem Biome Painter mal rangehen. Nur da wandelt er um. Wenn es Plains bereits ist, macht er nichts mehr, wie man hier sieht. So, hier müsste er. Das haben wir alles. So. Wir haben noch ein bisschen. Und dann die Reihe noch. Haben wir aber jetzt keinen vergessen. Nö, sieht gut aus. So, schön. Ordentlich alles zu Plains machen. Dass hier auch normale Mobs spawnen. Ich weiß, es ist gerade eine merkwürdige Perspektive, ist mir klar. So. Jetzt sollten wir es aber haben, oder? Nein, die haben wir auch noch nicht gehabt, die Reihe. Und hier? Na, hier auch noch nicht. Gut. Und hier? Hier haben wir aber schon gehabt. Jetzt hat es auf jeden Fall schon mal gereicht. Sehr gut. Ach, jetzt haben wir schon mal ein Feld. Ich bin froh, dass wir ein Feld haben. So, also was heißt Feld? Hier könnte was spawnen. Dann schauen wir mal da drüben. Da liegt noch ein Erfahrungsböbelchen. Und dann nehmen wir uns mal hier den da raus. Und dann schauen wir mal, ob wir hier im Plains-Biom stehen. So. Nö, Mushroom, natürlich. So, damit haben wir nämlich auch schon das Problem, weswegen hier nichts spawnt. Gefährlich, was ich hier mache. Schnell wieder raus. Naja, wobei, es dürfte eigentlich nichts spawnen, aber egal. So, dann dich nach oben, dich nach oben, dich nach unten. Chuck. Und dann die Slabs kommen eigentlich nach dahin. Machen wir das mal. Ja, sehr schön. Na komm. Wir bauen jetzt hier nämlich mal um. Was leider mit der Mattock ein bisschen dauert. Aber, mein Gott, wir haben ja Zeit, wir haben nichts anderes zu tun. Ja, und, zack. Nein, noch nichts gespawnt. Ich bin aber, glaube ich, weit genug weg. Aber egal. So, komm, schneller. Hier, der Tag ist kurz. Los. Dauert. Ja, gut. So,
Außer kleinen Zombies dürfte hier nichts rauskommen können. Halt. Dann machen wir hier nämlich nochmal einen schönen Zugang. Außerdem können wir das Zeugs eh brauchen. So, dann können wir oben hier wieder. So, sieht gut aus. Dann schauen wir mal, ob es da drin noch finster ist. Ja, finster ist. Schauen wir mal, ob es auch finster genug ist. Jawohl, alles schön rot. Wunderbar, so kann das bleiben. So, noch nichts gespawnt. Schade eigentlich, aber gut. Wir gucken mal, wie es mit dem Durchbrennen unserer Kisten für schöne Asche aussieht. Oh, wir haben schon 62. Gut, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. Nein, so rum. Kohle. Was haben wir noch da? Egal. Egal. So, wo habe ich sie jetzt hin? Da. So. Genau, so. Kohle. Das müssten 8 sein. Und die packen wir da rein. Und dann machen wir uns nochmal ein paar Kisten. Zumindest eine brauchen wir noch. Sonst haut es, naja, wobei wir haben eigentlich mittlerweile haben wir genug fast, aber so, dann haben wir hier auf jeden Fall wieder einen Stack nochmal durchgejagt und wir haben hier ein bisschen Platz. So, was ich nämlich gleich mal machen möchte, ist, ich möchte mich ein bisschen hier vergrößern. So, hier können wir Holz reinlegen, alles was Holz ist, Holz. Ja, von mir ist auch die Fackeln, genau. So, was haben wir hier alles an Holz? Holz, 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 Holz. Okay. Und dann können wir, nachdem die Kiste noch relativ frei ist. Hier noch irgendwas drin? Nö. Hier, so. Wollen wir da vielleicht noch alles, was Natur ist, auch mit reinlegen? So. Sowas wie Äpfel und. Ja, das ist, glaube ich, eine Idee. Moment. So rum, bitte. Kartoffeln, Sugarcans, Äpfel, Potatoes und Setzlinge. Alles in der Richtung. Bitte da rein. Fleisch können wir auch mal mit reinlegen. Leder vielleicht auch noch. Genau. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein bisschen was. Und da haben wir noch ein paar Setzlinge. Auch mit rein. So, dann kommen hier vielleicht mal die Grundblöcke rein. Cobblestone, Stone, leer. Also quasi Baublöcke. So was in der Richtung, hätte ich gesagt. Okay. Dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen mehr Blutz. Da haben wir noch Compressed Dirt, Anti-Blocks. Das sieht ganz gut aus. Und da haben wir Sugarcane. Das sieht gut aus, das machen wir mal so. So, das da darüber. Und schaut mal, wie schön aufgeräumt plötzlich mein Inventar aussieht. Oho. So, und die etwas wertvolleren Sachen könnte man dann da hinten reinpacken. Fürs erste Eisen-Ingots. Ach komm, schmeißen wir das alles mal rein. So. Aufgeräumteres Inventar. Ich liebe so etwas. Da wir hier nämlich noch nicht so ganz weiterkommt, da fehlt uns noch so einiges. Ja, ist halt leider so. Haben wir noch irgendwas drin liegen, was wichtig ist? Nö. Wie sieht's denn hier aus? Ich brauche noch. Noch vier! Los! Ach, das dauert hier wieder alles. Ne? Währenddessen können wir mal kurz das Blei da reinlegen. Carbon Black. Wir brauchen. Ach ja, richtig, wir brauchen noch was. Und zwar, wir haben hier Fibruin. Fibruin, wenn man mal genauer guckt, ist. Andere Richtung vielleicht, geht schneller. So, aus Fibruin kann man Cobweb herstellen. So, Cobweb ist ja nichts anderes wie irgendwelche Fäden. Und für unser Buch, das wir dann noch bauen müssen, kann man nämlich die Fäden gut gebrauchen. So, deswegen werden wir jetzt dieses Fibruin zerlegen und bekommen 3 Materialien aus dem Fibruin raus. Ich weiß nicht, ob wir uns einmal Cobweb überhaupt, keine Ahnung, sollen wir das aufheben? Ja. Moment, schauen wir mal ganz kurz, wie viel brauchen wir dafür? 1.
Ach komm, das können wir uns zur Not irgendwann wieder herstellen. Das ist ja nichts anderes wie Kohlenwasserstoff, Stickstoffverbindung. Genau. Ist zwar dann aufwendig, aber egal. Weil wir brauchen Glycin. Wir brauchen Alanin. Entschuldigung, Glycin. Alanin und wir brauchen Serin. Nämlich jetzt im Chemical Synthesizer, um uns Strings herzustellen. Oh, Strings. Cool. So, Strings werden nämlich hergestellt mit Hölz. Von jedem eins. Serin, Glycin, Alanin. So. Serin, Glycin, Alanin. Sehr gut. Dann machen wir uns mal 5 Stück oder so. Und dann schauen wir mal nach dem Rezept für ein Buch. Book. Hier haben wir nämlich. Erstens das Rezept. Das kommt aus Tinker's Construct, genau. Weil da brauchen wir diese Blank Patterns. Und die werden wir uns jetzt einfach herstellen. So, da brauchen wir ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und dann brauchen wir noch Sugar Canes. So, das sollte eigentlich reichen. So, aus den Sugar Canes machen wir mal Papier. Machen wir gleich ein bisschen mehr. Da müssten, glaube ich, mehrere schon rauskommen. Ja, da kommen schon 4 raus. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier das da hinlegen. Dann können wir die Papiere da oben hinlegen. Und dann können wir den String da hinlegen und haben zumindest schon mal unser Buch. Sehr schön. So, das können wir jetzt alles wieder in die Naturkiste hier reinpacken. Papier auch. Komm, Papier auch. Kommt aus der Natur. Dieses Papier. So, haben wir jetzt die restlichen 4. Ja, wir haben sogar ein paar mehr. So, und jetzt müssen wir den Verdant Dust irgendwie verarbeiten. Muss ich mal im Aldudel verarbeiten, um den Azur Dust herzustellen. Mit Asche. Asche hatten wir schon, ne? So, wir brauchen das. Wir brauchen 4-mal Asche. Und wir brauchen wieder mal was zum Brennen. Haben wir noch? Gut. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Oh, das geht relativ schnell. Das müssen wir nämlich jetzt 4-mal machen. 4-mal. 1. Schneller. Los. Ich will hier keine Kohle verbrennen. Ja, okay. Tue ich, aber ist egal. Kohle können wir uns ja aus den Bäumen da draußen wieder problemlos herstellen. Apropos. No. Komm her. Und hier nochmal Kartoffeln. Müssen wir alles wieder ernten. Außerdem müssen wir mal ein gescheites Feld anlegen. So. Natur, 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 Natur. So. Sind wir jetzt hier fertig mit unseren 4? Jawohl, die 4 haben wir. So, und die 4 müssen wir jetzt wiederum im Aldudel mit einmal Asche zu Minium Dust machen. Die 4 mit einmal Asche. Ah, wir haben noch genügend Brennstoff, sehr schön. Schneller. Kann man sich gleich noch ein bisschen mehr brennen. Spielt keine Rolle. Ja, Minium Dust. So, eine Minium Dust brauchen wir nämlich jetzt, um uns im Aldudel mit einem Buch 1 und 1 und ein Menge Brennstoff endlich dieses. Oh, schnell rein. Minium Dust, Buch. Dann müsste es vielleicht noch ausreichen. Na komm. Dann haben wir nämlich unseren Alchemical, ja, unser Wissensbuch quasi. So, oh, wir haben es. Sehr schön. Puh. So, das brauchen wir nämlich hier in der Research Station. So, in der Research Station klammern wir uns mal hier eine Kiste. Können wir nämlich jetzt Folgendes machen. Wir können hier einzelne, ja, Produkte lernen, die wir in Tome of Alchemical Knowledge reinpacken. So, warten wir einen Moment ab. Zack. Das Item wird leider verbraucht, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber sei es drum. So, und wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, wir haben jetzt eine Kiste und die hat eine Exchange Energy von 64. Und da sehen wir jetzt auch, wenn wir die Shift-Taste drücken. Okay, sehen wir auch so, wenn man es vorher nicht gelernt hat. Okay, ist nicht so schön, aber okay. Ja, damit sehen wir auf jeden Fall dann schon mal, was das Ding kann. Und wir können dann später auch noch eine andere witzige und interessante Geschichte machen. Da brauchen wir aber noch ein bisschen was dazu.
Ist aber auch nicht so gut, dramatisch wildes. Kriegen wir auf jeden Fall auch noch. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob das hier auch. Hey, guck mal. One quest with unclaimed reward. Was haben wir denn hier gemacht? Leather chest, jawohl. Da kriegen wir noch ein paar Warning Signs. Okay. Warning Signs sind hier rein. So, packen wir hier hin. Das packt man dahin. Dann sieht man, dass das alles hier zusammengehört. Wunderbar. So, und dann haben wir noch Alchemie. Haben wir uns die Kiste hier, also die Kiste ist ja schon Tomb of Alchemical Knowledge gemacht. Kriegen 5 Alchemical Coal und ein Scroll of Transmutation Knowledge. Wow. So, und was müssen wir danach machen? Ja, müssen wir uns ein Red Ball of Death machen. Minium Stone müssen wir machen. Und wir machen uns noch eine Alchemical Chest machen. Gut. Wir gucken einfach mal ganz kurz in den Mod rein. Das war da, Equivalent Exchange. So, wir brauchen zwar eine. Was für eine sollten wir denn machen? Also sie zeigt hier rot an. Ein Pferd, und was ist das andere? Was ist denn das? Was bist denn du? Ein Pierselmob. Cool. Und ein Pferd. Okay, okay, dann ist hier ein Pferd gespawnt. Ist okay. Ach, da hinten steht noch eine Kuh. Hallo Kuh. Was machst du da? Lass mich doch mal da raus hier. Hallo Kuh. Grüß dich. Guck mich nicht so an. Da drin ist eigentlich dein Stall, aber ich lasse dich mal ein bisschen laufen. Ist okay. Kein Problem. Lass mich nicht laufen. Ich bin ja gar nicht so. So. Also eigentlich eine rote Alchemical Chest und einen Minium Stone. So, der Minium Stone wird hergestellt aus Minium Dust und einem Inert Stone. Und der Inert Stone, ja gut, das geht hier eigentlich, der Inert Stone. Es gibt hier leider kein anderes Rezept. Wir brauchen noch Minium Dust. Und ihr habt gerade gesehen, da haben wir einiges an Holz verbrannt dafür. Und wie gesagt, ich weiß im Moment noch nicht, ob wir was anderes haben dafür. Und dann war das andere noch die Kiste hier. Das war eine Kiste und eine. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Haben wir noch eine Kiste übrig? Ja, haben wir noch. Und wir haben ja noch Verdant Dust. So, eine Kiste und Verdant Dust und Charcoal Charcoal. Moment. Nö, 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 nö. So, kannst auch mit Wasserstoff laufen. So, Wasserstoff. Dann machen wir es doch nochmal so eine Kiste, ja? Die Kiste ist doch mit Sicherheit cool. Bin mir ganz sicher, dass die Kiste cool ist. Jo. Ha, da haben wir eine Alchemical Chest. Schöne Geschichte, das. So, ist das die, die wir brauchen, oder brauchen wir eine größere? Wir brauchen natürlich die größere. Die größere Alchemical Chest wird natürlich mit Minium Dust gemacht. Ja, ist klar. Ist klar. Haben wir natürlich nicht da. So, stellen wir mal die Kiste hin. Weil so viel Zeit muss natürlich noch sein, dass wir mal in die Kiste reingucken, was diese Alchemical Chest ist. Hm, eine Kiste. Wie faszinierend, eine Kiste. Gut, ob wir mit der Kiste noch mehr machen können oder nicht, werden wir das nächste Mal sehen. Ob wir dieses Scroll of Transmutation lesen können, schauen wir uns aber gleich noch an. Können wir nichts damit machen? Können wir damit noch irgendwas craften? Ja, Asche, sehr schön. Wofür das Teil denn noch immer da ist? Kann man das vielleicht so und so zusammen craften? Nein, kann man nicht. Na gut. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen erforschen. Na, das haben wir ja gerade vorhin schon gesehen, wie das geht. Research Station, Buch reinlegen. Und dann suchen wir uns irgendwelche Gegenstände, die wir vielleicht nochmal neu basteln wollen. Wir machen mal einmal Carbon Black. Hat das überhaupt. Hat das einen Wert? Nein, hat nicht. Können wir nicht machen. Da hätten wir nämlich genügend davon da gehabt. Aber wir können uns aus dem Carbon Black, fällt mir gerade so ein, zack, zack, zack. Aus dem Carbon Black können wir uns nämlich Ink Sacks machen. Und die Ink Sacks haben mit Sicherheit einen Exchange Value. Von 16, naja. Lassen wir es mal durchlaufen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir damit machen können direkt? Das können wir machen. Aurora. 1,25, toll. Das ist 258, das liegt daran, dass der harten Clay relativ viel hat. Das ist nix. Das ist alles nix.
Aber wir brauchen irgendwas, was wir dann quasi umwandeln können, um endlich noch ein bisschen EMC zu kriegen, sprich diese das hier. Ist natürlich ein bisschen mühselig, die ganze Geschichte, aber naja, gut. Wir werden das auch schon sehen, was man damit alles machen kann. Nö, ist alles nicht so wichtig. So. Und zum Abschluss der Folge machen wir Folgendes. Wir gucken nochmal. Da oben hätte keiner spawnen sollen. Was ist denn mit dem Piercel-Mob hier? Kann man den irgendwie melken? Wir hatten noch vorhin einen Eimer, oder? Wir hatten noch vorhin einen Eimer. Nein. Da mal ein Eimer. Gut. Kann man damit irgendwas machen? Wollte er scheinbar mich ja nicht angreifen zu wollen. Kann man nicht. Okay. Aber die Kuh können wir mit Sicherheit melken. Haben wir einen Eimer. Milch. So. Ja, Milch. Sehr schön. Haben wir einen Eimer Milch. Kommt natürlich gleich wieder in die Naturkiste rein. Eimer Milch. Wunderbar. Passt. Ey, warum spawnen die da oben? Verdammt. Ich glaube, wir brauchen einen Bogen und wir brauchen ein paar Pfeile. Sonst haben wir nämlich da drüben gleich ein Problem. Oder wir brauchen eine Rüstung. Auch alles möglich, ne? Aber das sehen wir uns das nächste Mal an. Bis dahin würde ich sagen, bleibt mir gewogen. Nein, Blödsinn. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt auch gerne ein Like oder Kommentar da lassen. Ist klar, ne? Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.